Willkommen an der Oder. Den ersten kleinen Zander, den haben wir jetzt gezeigt. Jetzt habe ich mir ein Kabel ran gemacht, dass man mich auch versteht. Und wir haben jetzt hier in diesem nicht immer einfachen Fluss eine leicht erhöhte Wassersituation. Das heißt, wir haben viel Druck, viel Rückströmung in den kleinen Buhnen drin, die zum Glück noch rausgucken. Und den kleinen Zander hatte ich jetzt hier hinten im Rückwasser gefangen, auf der Prallseite. Und das Wasser ist jetzt im Sommer trüb durch die Planktonblüte, was uns in die Karten spielt. Und selbst bei Hitze und Sonne reagieren die Zander dann tagsüber. Und die stehen flacher, als man denkt. Hier hinten in dem flachen Wirbel habe ich den kleinen gefangen. Unser Ziel sind heute die Zander und auch die Rapfen. Der Brauni aus Rostock ist mit da, das olle Nordlicht. Und wir fischen uns halt mal hier durch die schöne Oderaue durch. Es sind erst mittags am Fluss und angeln bis abends, aber nicht zu spät. Und gucken mal, was der Tag so bringt. Na krass, wie flach die Sandbank hier draußen ist. Und hier vorne auf die Rückstromrinne fällt es runter ein Stück. Das ist bloß 1,50 Meter Unterschied, ne? Aber das ist, du merkst das, wenn du runterfischst. Du fischst quasi hier vorne in die Rinne rein. Das kann einen bösen Tock geben, Alter. Vor allem, weil hier immer wieder neue Zander reinschieben. Ne? Das hat so einen Rückströmungsdruck hier drin. Du hast den Platz ja nie abgeangelt hier. Wer hierher kommt und sagt, ich mache 10 Würfe, nichts, ich ziehe weiter. Nee, das hast du nie fertig hier. Hab jetzt 16 cm dran gemacht. Hab hier draußen ist eine Sandbank und dann geht es hier vorne in so eine Rückstromrinne ein bisschen tiefer runter. Genau am Übergang ging es pock. Und hat ihn ganz kurz dran gehabt und war wieder ab. Was man noch sieht, sind die Bissspuren. Also der hat hier richtig schön reingehackt. Aber er ist ein Ticken zu groß wahrscheinlich, der Köder gewesen für den Zander. Ich werde jetzt mal mit einem kleineren nachtreten. Aber da sieht man schön die Zahnreihe. Wenn die so eng aneinander sind, die Zahnreihen, sind das meistens kleinere Zander. Bei einem richtig großen Zander hat man meistens nur ein Loch im Köder oder gar nichts drin. Das ist so die Erfahrung. Also nicht verrückt machen lassen, das war jetzt kein... Ja, der hat ihn nicht richtig bewältigt gekriegt, ne? Da war der Happen doch ein Ticken zu groß. Aber sind da und reagieren selbst bei Hitze. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, jetzt habe ich hier den Prallwirbel von hinten befischt. Diese Kante aus dem Buhneck mit einer Nummer kleiner und jetzt hängt er auch. Süß. Der hängt hier. Ich muss jetzt bloß ganz schnell wieder laufen lassen. Im Warmwasser sind sie da ein bisschen empfindlicher als sonst, aber hier hinten rausgefangen, ne? Also hinten aus dem Rückstrom hier. Also hier, wo es so dreht und schwallt, ist eine Sandbank, eine flache, und die geht hier, geht die Rückströmung so rum, da ist eine tiefe Rinne, eine Kuhle oder irgendwas drin. Und ich hatte ja den Biss vom Buhnenkopf aus, also mit der Rückströmung gefischt, wo er den großen getackert hat. Jetzt habe ich den kleinen Köder ran gemacht und habe den einfach von hier hinten raus befischt. Quasi parallel dazu und lassen so ein bisschen über den Grund hüpfen und seitlich versetzen. Ich habe also genau diesen Übergang da getroffen, das ist am Grund. Den Übergang getroffen von der Sandbank in die tiefe Rückrinne rein, wo ich auch den Anfasser ungefähr hatte von der Entfernung her. Und dort habe ich ihn jetzt weggepflückt. Das ist schon ein bisschen gemein. Aber es ist herrlich, wie man so ein bisschen Buhnen-Tetris spielt. Auch genial, hier hinten rein. Da schwallt das genau auf die Steinpackung hinten drauf. Ich meine, das ist auch nicht schlecht. Herrlich. Hier so schön entlang. Und das ist nie abgefischt. Also gerade bei hohem Pegel, wenn sehr viel Rückströmungsenergie in den Buhnen hinten drin ist, in den Ecken, lohnt sich das abzufischen. Natürlich muss man erstmal auch gucken, wo die Packung ist. So, da kam wieder. Also beim Hängerlösen mit diesem Schnappen lassen, ne, das ist immer ein Trick, weil der Bleikopf ja nur in den Steinen hängt und nicht der Haken irgendwo festhängt, kann man die Verklemmung oft lösen durch Schnappen lassen oder durch ein bisschen lockeres Schütteln. Also hier ist es von der Tiefe her auch schön hier hinten drin, nicht zu tief, nicht zu flach. Und da geht diese Rückströmungsenergie genau auf die Packung drauf. Und mit dem Winkel ist es auch herrlich zu fischen, direkt ja parallel vor den Steinen lang. Also an so einer Buhne kann man sich mega austun. Jetzt habe ich denselben Hänger wieder. Ne? Mal gucken. Wir kriegen auch genauso wieder gelöst. Genau. Ist sie immer noch Sandbank? Da müsste es sehr flach sein. Ja, da ist schon unten. Also es ist
keinen 1,50 Meter tief dort. Und jetzt kommt er hier. Natürlich ist die Absinkphase auch länger, weil der Winkel zur Rute steiler wird jetzt hier, ne, wenn ich näher ran fische. Aber es wird auch ein Ticken tiefer. Und vom erhöhten Standpunkt fischen ist sowieso sehr vorteilhaft hier. Also nicht bis, ich gehe nicht bis runter an die Wasserkante, sondern stelle mich hier oben hin. Und habe von hier oben her einen geilen Winkel auf dem Platz, den ich halt so richtig schön hier ausfächern kann. Das liebe ich so am Zanderangeln im Fluss, wenn man so mit diesen Wirbeln arbeitet, ne, und da den Köder halt mit verschiedenen Winkeln den Scheibchenweise abschneidet. Leider haben wir noch keinen Drill gezeigt, weil das geht aber auch ziemlich schnell, wenn der vor den Füßen beißt, dann ist der Fisch schon da, dann lande ich ihn, ne, und bevor die Kamera da ist, habe ich ihn halt dann erst in der Hand, ne? Aber ist auch nicht so schlimm, man. Ich will ja auch zeigen, so, wie ich es halt genau mache, ne? Und ein Gefühl dafür entwickeln, für solche Stellen und Plätze, das ist das, was beim Zanderangeln auch wirklich entscheidend ist. So, nächsten drauf. Auch wieder ein kleiner. Auch wieder hier vor der Steine gebissen. Ist das süß! Ja, nächsten Zander. Vor den Füßen gebissen. Eingestiegen hier und lasse ich gleich wieder laufen. Knass, hier hinten, da wo die Strömung so auf die Packung drauf wirbelt, als ob sie da, das ist nicht tief da hinten, da kann ich sogar im Hocken drin angeln. Oh, das wäre jetzt krass, der erste Zander, der im Hocken gefangen wird. Nee, aber krass, hier hinten rum, jetzt ist er unten, bumm, 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 bumm. Es ist nicht tief, aber das trübe Wasser stehen die halt flach, ne? Also wer sich aufregen möchte über das Schnurlaufröhrchen, der kann das gern tun. Mich stört das nicht. Die Rolle ist absolut in Ordnung. Es ist nur dieses kleine Röhrchen, was da ein bisschen schleift. Ich habe es auch schon mal gewechselt. Aber guck an, du. Es ist nur so laut, weil das Mikrofon direkt hier ist. Sonst ist es gar nicht so schlimm. Oh! Ohne Mist, Anfasser. Haha. Ey, wir drehen einen neuen Film. Zander stippen. Ist er unten? Ich komme mit der Rutenspitze auch fast vor die Schüttung. Das ist ja Wahnsinn. Ich brauche bloß einen Pendelwurf hier rausmachen. Und die Köderfarbe ist übrigens im trüben Wasser so ein bisschen egal eigentlich. Ich nehme aber gern was mit UV-Rückstrahlung. Guck mal an, hier ist es. Na? 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 War die Steinschüttung? Also so ein Wirbel ist auch nie ausgeangelt. Ich glaube, hier kommen immer wieder neue Fische vorbei. Und in diesem trüben, warmen Wasser sind sie ja auch aktiv am Tage. Und sind noch am Tag ein bisschen am Ziehen. Und hier würde ich aber auch gern nachts mit dem Wobbler lang angeln wollen. Schön hier an der Schüttung, dass da vielleicht noch mal ein besserer kommt. Na, groß sind sie nicht. Also für einen Fluss ist das schon bemerkenswert, dass hier echt viele kleine Zander sind. Das ist an der Elbe zum Beispiel anders. Da fängt man viel weniger Stückzahl, aber dafür halt größere Fische. Und hier fängt man wahrscheinlich mehr, aber dafür kleinere. Naja, ich glaube, die Kamera muss erst wieder in den Koffer und weit weg. Und dann beißt der Nächste. Laufen, laufen, laufen. Das ist wie Elbe auch, hier an der Oder. Durchs Gestrüpp. Brownie im Schlepptau. Und ja, an dem Platz waren jetzt viele kleine Zander. Deswegen wechseln wir mal die Stelle und gucken, ob man vielleicht irgendwo am Übergang von da außen in die Innenkurve ein paar flachere kleine Buhnen vielleicht den ein oder anderen besseren Zander aufgestöbert kriegen. So, dieses Erkunden von so neuen Flussstrecken, das ist immer spannend, macht immer Spaß, und wenn man an einen neuen Platz kommt, ist immer wieder alles aufregend und auf Null gesetzt. Und die Oderaue oder der Oderbruch, ne, wie man das auch nennt, der ist auch sehr malerisch und schweißtreibend kann er auch sein heute. So, endlich angekommen. Dieses viele Laufen, das ist zwar nervig, aber man kommt jetzt schön immer an solche
genialen Plätze hier ran. So, ich fische jetzt auch mal eine andere Farbe, weil die Sonneneinstrahlung ist so krass hier drauf. Das Wasser ist zwar trüb, aber nicht tief. Dann nehme ich mal Violett. Ich gehe jetzt mal hier auf diesen Violett drauf und fische einfach mal das Dekor ein bisschen. Wir sind jetzt mal ein bisschen in die Innenkurve reingelaufen, wo das flacher wird. Weil bis jetzt haben die Zander hinten im Hinterwasser gebissen, auf den Rückströmungen, in den Buhnecken und nicht an der Stromkante. Hier ist jetzt eine flachere Stromkante. Und mal gucken, ob der Plan aufgeht, dass wir diese flacheren Buhnen jetzt hier mal beackern. Aber erstmal mit schön mit Violett. Tada. Im Grunde genommen ist die Farbe ja vom Köder. Aber Sonne ist es mit dem Glitter immer gut, helles Dekor. Ich muss mal gucken. Das muss passen, der muss wirklich gerade drauf sitzen. Übrigens, alle Köder fangen Fisch, ne? Man muss was damit umgehen können und Gefühl dafür haben, für die Plätze, für die Führung. So. Weil der ist auch ein wirklich genialer Zanderköder, allein wird dir die Fänge nicht an die Rute bringen. Das bist immer du selber, immer du als Angler selber fängst den Fisch. Na, das Material ist dann nur die Optimierung und das gibt dir ein bisschen Unterstützung oder optimiert das ein bisschen. Aber das Optimieren kann man ja nur, wenn man es schon mal kann oder Gefühl dafür hat, ne, für das ganze Zeug. Das ist ja wichtig. Und ich habe dafür einen Link oben drin eingeblendet oder auch unter dem Video, wo wir gerne mal einen Schritt-für-Schritt-Plan für dich erarbeiten können, damit es bei dir in Zukunft noch besser funktioniert. Aber jetzt muss ich erstmal mich aufs Angeln konzentrieren. Ist nicht so tief, ist aber genau das, was ich jetzt will. Nämlich, da ist der Rapfen am Start. Die wollen wir mit Oberflächenködern nachher nochmal befischen, mit kleinen Stickbaits. Und haben dafür eine kleine Barschflitsche noch dabei. Ja, hier fehlt nämlich der Rückstrom im Buheneck, weil wir hier nämlich schon wieder in der flachen Innenkurve sind. Und ich finde aber diese Stellen bei trübem Wasser im Sommer oder Frühsommer sogar besser als die ganz tiefen Buhnen. In den ganz tiefen Buhnen irgendwie liegen da keine Zander drin. Die mögen eher diese, wenn das Wasser trüb ist, diese mittleren oder flacheren Stellen. Wir sehen uns mit Fisch hoffentlich gleich wieder irgendwo hier, wenn wir ein bisschen hier rumstöbern. Fisch! Ah! Fuck! Da war der Bügel offen! Oh, krass! Alter Schwede! Wie ist das denn passiert? Da war noch gar nicht richtig... Also ich habe schon so viel erlebt, aber bei einem Live-Biss, dass der Bügel da noch aufschlappt, habe ich noch nie gehabt. Das ist ein guter Zander. Auf dem flachen Platz, da ist er doch. Ja. Ganz auf die Steine. Gefährlich. Gefährliches Manöver. Aber ich habe einen. Alter Schwede. Puh. Unglaublich. Ein herrlicher Oderzander. Reingetockt und da ist beim Anhieb der Bügel aufgeklatscht. Wahrscheinlich die Schnur nicht auf dem Schnurrerfräulchen lag. Richtig. Habe ich beim Anhieb den Bügel aufgesammelt. Was war das denn jetzt für eine Nummer? Köder montiert, zweimal reingependelt, bumm. Aber da ist mir beim Anhieb echt... Irgendwie war die Schnur nicht richtig in dem Röllchen drin. Und da ist der zweimal durchgerutscht, aber die Ruder hatten trotzdem angenagelt. Also klar, der hing und dann ist erst der Bügel irgendwie aufgegangen. Total krass. Aber hing. Angenagelt ist angenagelt. So, hat es bei mir auch endlich funktioniert. Nachdem ich die Rapfen die ganze Zeit hier verarscht haben, nach Strich und Faden, hat der Basti gerade den Zander gefangen. Da habe ich gesagt, so, jetzt will ich es auch wissen. Mir auch den Violett-Leder rangemacht, der so gut funktioniert hat. Und klein, aber mein erster Zander heute. Ich freue mich. Den hauen wir mal schnell zurück hier. Ach, schön, wenn das klappt. Wunderbar. Jawohl.
So einfach kann das sein. Bei bestem Wetter. Einfach geil hier. Einfach geil. Raus, ran an die Buhnen. Köder rennen ins Wasser. Zander rausholen. Also da hinten, wo das Wasser dreht, da habe ich hingeworfen. Und da hatte Basti vorhin schon einen Biss. Und ich hatte eben schon einen Wurf hingemacht, hatte nichts. Und jetzt eben nach dem ersten Aufkommen in der ersten Absinkphase hat er dann sofort genommen. Hast du rein, es funktioniert. Und es ist echt flach hier vorne, ne? Also sie scheinen hier zu stehen. Und wir haben jetzt mehrere Aktionen an diesem Spot hier gehabt. Und ich denke, also mindestens einer wird noch kommen. Was war los? Ausgestiegen! Ja, so ein Mist. In der gleichen Stelle angeworfen. Ich schätze mal, das ist vielleicht 2 Meter, 2,50 Meter. Ungefähr 30 Meter, diese Richtung mit der Route. Ja. Zeig mal Köder. Zweite Kurbelumdrehung, zweite Absinkphase. Hat er raufgehackt. Kann man es nochmal sehen. Der war vorher nicht. Da sind sie, die beiden Pfeffis. Hallo. Ja, das sind aber kleinere Zander, ne? Die so viele Abdrücke machen, aber die fängt man trotzdem gern. Also ich fange auch gern kleine Zander, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, der Tock macht Spaß, ne? Macht allgemein Spaß. Da kann immer mal ein besserer kommen. Also hier geht noch was, bin ich mir sicher. Mhm. Und da kam wieder einer hier aus dem Wirbel. War ein ganz kleiner, der hat es ganz knapp hier vorgebissen. Süß. Ja. Den hat er hier wirklich jetzt quer hier genommen. Wolle. Ja, schön quer. Knack. So, lassen wir gleich wieder raus. Hier ist es zu flach, ich muss ihn hier rauslassen. Hat sich eingewickelt. Verrückt, ne? So ein kleiner Zander geht auch auf den für ihn eigentlich relativ großen Köder. Ne? Aber das liegt einfach daran, dass der Zeit hat, auf den zu reagieren mit dem leichten Kopf. Da kommt ihm die Absinkphase rein. Er kann ihn anvisieren, ihn folgen und kurz vorm Auftreffen wegschmatzen. Das habe ich schon tausendmal erzählt. Jetzt wird weiter geangelt. Es ist einfach genial. Wir haben sich wirklich in der flachen Buhne der Innenkurve aufgestöbert bei dem hohen Wasserstand jetzt. Das heißt aber nicht, dass das jetzt die geheime Buhne ist, die hier funktioniert. Und wo ist denn die Stelle jetzt genau? Da will ich auch hin. Die Stelle funktioniert nur so lange, dass Wasser durch die Planktonblüte trüb ist und der Pegel leicht erhöht ist. Ne? Dieser ganz leicht, ich sag Hochwasser ist es ja nicht, aber hohen. Oh, da, Anfasser. Das habe ich geträumt. Solange der Pegel so hoch steht, fällt das Wasser wieder einen halben Meter. Kann es sein, dass sich die Zander dann wieder zwar auf andere Buhnen stellen, die aber dann genauso tief sind wie die jetzt hier. Oder wird das Wasser ein Stück klarer wieder, dann stehen die wieder auch ein Stück tiefer, in tieferen Buhnen dann. Also es ist wirklich spannend, dass man die so berechnen kann, ne, die Fische. Hoher Pegel, trübes Wasser und schon gehen flachere Stellen. Und in der einen tiefen Buhne, auch in der tiefen Rinne so richtig drin, die war vielleicht doppelt so tief wie die hier, ne? Haben wir echt keinen gekriegt. Nächster drauf, die Kamera an ist, war der Fisch schon da, hat auf Distanz gebissen. Wieder ein kleiner. Aber krass, er macht gar nichts mehr. Na. Ja. Macht die andere Hand noch nass. Ja, krass. Rauni hat gerade hier drei Würfe gemacht. Dann bin ich dazugekommen und ein bisschen was hier umgebaut. Zack. Ach. Und wieder ein drauf auf der flachen Innenkurvenbuhne. Wieder ein kleiner. Tja, verrückt. Hand nass machen.
krass. So echt. Wieder voll quer genommen, der kurze, relativ kurze Haupthaken gegriffen. Da ist jetzt in die Steine irgendwie geflutscht. Am besten bei der Steinschüttung die so einen kleinen Schubs geben, damit sie wieder sofort aufs tiefe Wasser kommt. Da war wieder Rapfen. ja, krass, ne? Ist ganz flach hier draußen, nicht mal 2 Meter. Und auf Distanz hier in dem Wirbel, wo die Sandbank in den Hauptstrom übergeht, da tocken sie. Von Mittag bis 19 Uhr 9 Fische gehabt, noch ein paar Anfasser, 2, 3 Aussteiger. Mehr geht nicht auf einem neuen Stück, wo wir noch nie so gefischt haben. Ne? Es gibt auch keine geheimen Zanderstellen in dem Sinne. Ne? Das hat immer was zu tun mit Trübung und Pegel im Fluss, ne? Welche Plätze jetzt gerade aktuell sind. Und das zeigt sich auch hier wieder. Das wird, glaube ich, in 2 Wochen wieder ganz anders sein. Und wir wissen, die müssen die Fische wieder neu aufstöbern. Ne? Und wenn du so ein bisschen Erfahrung damit kriegst, dann kannst du auch deinen Flussabschnitt oder auch einen Abschnitt, den du noch nicht kennst, dann mit anderen Augen sehen, ne? Und auch dann mitbekommen, dass die Plätze immer nur zu bestimmten Zeiten mal besser und mal schlechter funktionieren. Ne? Ja, je nachdem, was deine Ziele im Zanderangeln sind, habe ich hier nochmal einen Link und das Video gepackt, noch oben nochmal in die Beschreibung. Wir können uns, wenn es passen soll, zwischen uns dann einen Schritt-für-Schritt-Plan für dich gemeinsam erstellen, dass du auch deinen Zielen im Zanderangeln diese Saison noch näher kommst. Bis dahin erstmal dickes Petri. Wir sehen uns.